Petra, was ist los? Nun ja, mein Bruder Welch sollte schon vor Stunden zurück sein, aber ich finde ihn einfach nicht. Sonst ist er immer pünktlich. Ich würde die Wälder nach ihm absuchen, doch allein wäre es aussichtslos. Hilfst du mir? Zu zweit können wir ein größeres Gebiet abdecken. Wir sollten sofort aufbrechen. Wo fangen wir an? Nahe Medes Harmstede. Dort kauft er seine Gerbstoffe. Ich weiß, dass er manchmal an einer Kreuzung auf halbem Weg Rast einlegt. Wir könnten seine Spur verfolgen. Mit etwas Glück hat er keine Dummheiten angestellt. Ach, macht er so etwas öfter? Eigentlich nie. Deshalb mache ich mir ja solche Sorgen. Ich habe dir doch erzählt, wie wir ihn gefunden haben, nicht wahr? Das hast du. Ein weißer Hirsch führte dich zu einem Findelkind im Wald. Eine Schicksalsbegegnung. Schicksal, genau. Als ob ihn ein Beschützer an den Nächsten übergeben hätte. In etwa wie ein Kind im Schilf. Dort drüben. Er könnte in der Nähe Rast gemacht haben. Dann. Hilf mir. Sei meine Augen. Eivor, hier drüben! Werkzeuge? Falls sie Welch gehören, wieso sollte er sie hier aus seiner Tasche holen? Hier geht es unter die Erde. Wer weiß wohin? Lassen wir uns nicht beirren. Vorsicht, Petra! Sieh dir seine Augen an. Mit dem stimmt etwas nicht. Was für ein beißender Geruch. Irgendwie berauschend. Ich erkenne ihn nicht. Ich kenne diesen säuerlichen Geruch, kann ihn aber nicht zuordnen. Es ist nicht der Duft des Todes, sondern irgendwie angenehm. Das ist die Kleidung von Welch. Die Hose ist nass. Hat sich wohl eingepisst. Welch war hier und hat sich offenbar eine Mahlzeit zubereitet.
Wieso sollte er sein Lager verlassen? Wo könnte er hingegangen sein? Jemand wurde verwundet. Vermutlich ein Messerangriff. Heiligen Göttern, Eivor! Eivor, komm hier entlang! Was hast du entdeckt? Ich habe ihn gesehen, Eivor. Ganz in der Nähe. Wen, Will? Den weißen Hirsch. Den weißen Hirsch, der mich vor Jahren zu Werf führte. Er war dort. Ich habe ihn gesehen. Bist du dir sicher? Wo bist du? Ich bin hier! Petra? Hallo? Mimir, führe mich. Habe ich sie auf? Mimir, führe mich. Habe ich sie auch verloren? Er wird wissen, wo sie steckt. Es tut mir leid, dich zu stören, Herr. Eva, schön, dich zu sehen. Bist du der weiße Hirsch, von dem Petra erzählt hat? Ha, natürlich bin ich das. Sieh mich an. Vielleicht kannst du mir helfen. Petra ist verschwunden. Ich muss sie wiederfinden, bevor die Sonne untergeht. Oh nein, Petra ist nicht verschwunden. Sie ist nah, sogar sehr nah. Und sie wartet auf dich. Folge mir. Du bist der Hüter dieses Ortes. Wie lebt es sich hier? Hier draußen, in den Hügeln und Tälern von Mercia. Oh, man schlägt sich so durch. Oh, man schlägt sich so durch. Ich esse, schlafe, tolle umher. Mir fehlt es an nichts und ich genieße jeden Moment. Ein gutes Leben. Und was haben Petra und du hier draußen in den Tiefen des Waldes verloren? Seid ihr auf der Jagd? Könnte man sagen. Wir suchen nach ihrem Bruder, Will. Sie hat den ganzen Tag auf ihn gewartet. Du, meine Güte, ja. Wo könnte Will nur sein? Oh, wo nur? Ja, wo? Ha! Ist Petra nah? Haben wir sie verloren? Vor einem Moment war sie noch hier. Was geht hier vor? Ich kann nicht bleiben. Nicht hier, nicht jetzt. Jötun, hier in Midgard? Kehre zurück nach Jötunheim. Geh jetzt oder finde hier den Tod. Was hast du Petra angetan? Jetzt komm! Ich glaube, ich weiß, wo wir Berg finden werden. Dort oben! Seine Spuren führen Petra, dort entlang. Ich traf deinen alten Freund, den weißen Hirsch. Doch er verschwand vor meinen Augen. Noch bevor ich dich fand. Du bist besucht worden. Für kurze Zeit. Wir sprachen, bis er sich in Luft auflöste. Eine Schande. Ich habe seine Anwesenheit genossen. Ah, oh, sieh dort! Ich seltsamer Seida, Petra. Wo bist du? Eivor, komm! Ich bin hier oben!
Petra? Wie machst du das nur? Das ist ganz einfach. Ich denke daran und dann passiert es einfach. Versuch es selbst. Schon wieder? Wie geht das? Ich zeige es dir. Wie soll das gehen, Petra? Versuch es einfach. Lauf auf einer geraden Linie. Nein, nein, nein. Zu weit. Zu weit. Unglaublich. Du hast es geschafft. Genau wie dein Zünen. Und du hast keinen Kratzer. Lass uns gehen. Werch sollte dort drüben sein. Bist du sicher, dass Werch hier ist? Ich sehe niemanden. Ich denke schon. Wir sollten die Kaninchen fragen. Die wissen bestimmt etwas. Natürlich. Die Kaninchen. Hier waren wir schon einmal. Hier griffen uns die Wölfe an. Genau. Hoffentlich sind ihre Geister nicht rastlos und erwachen, um uns zu zerfleischen. Oh nein. Die Wolfgeister sind erwacht. Guten Tag, Herr. Ich will nicht lange stören, aber hast du meinen Bruder gesehen? Der spricht kein Kaninisch. Petra, rasch! Ein Mann namens Werch gesagt. Ich verstehe. Vielen Dank für deine Hilfe. Eivor, sieh nur! Der Hirsch ist zurückgekehrt. Da, siehst du ihn? Der weiße Hirsch. Er führt uns zu Werch. Genau wie damals. Ich sehe ihn. Und komm jetzt, Eivor, dem Hirsch hinterher. Warte, wir sind zu Hause. Wir sind im Kreis gelaufen und haben nichts erreicht. Also wonach suchen wir? Werch? Du stinkendes Wiesel! Wir haben nach dir gesucht! Und hier bin ich, ausgeruht und bereit zur Arbeit. Du warst tagelang weg! Ich habe mir zu viel aufgeladen und kam nur langsam voran. Also habe ich eine Rast eingelegt und mir eine leckere Pilzsuppe gekocht. Doch es waren wohl ein paar seltsame Pilze dabei. Ich habe mir die Kleider vom Leib gerissen und bin nackt und geschunden im Wald aufgewacht. Also schlich ich mich in die Siedlung, nackt wie Gott mich schuf, und besorgte mir etwas Kleidung. Und jetzt hole ich mein Werkzeug. Pilze. Dann war der Hirsch auch nur ein Traum. Möglich. Doch spotte nicht über deine Träume. Sie sind oft kostbarer als deine Wachenstunden. Vielleicht vernebelt ist echt schön. Das hat Spaß gemacht. Das sollten wir wiederholen. Aber vielleicht ohne die Pilze. Gern. Aber wir sollten die Kaninchen um Erlaubnis fragen.